Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Mason Ravenna. In der Mitte ist meine Schwester Bang Ravenna. Ganz außen mein Bruder John Ravenna. Und wir sind die Ravennas. Und heute reagieren wir auf das Rüsselsheimer Team Brado und Mero. Der Track heißt sehr innovativ Kafalela. Also, ich wirklich so einen Songtitel hätte nicht erwartet. Also, ich bin echt, das war jetzt Innovation sein Ich glaube, Vater. das ist was Neues. Ja, ist sehr hundertprozentig. Ich habe so ein Gefühl. Ja. Na, same. Warte, Ich warum? glaube, warte Kaffer mal. Leila, was heißt das? Das ist ein Frauenname, oder? Leila heißt, glaube ich, Nacht, auf jeden Fall. Ich habe auch noch nie so gewusst, was bedeutet. Hört sich schön an. Kaffers Kaffers Kopf. doch. Kaffers Kopf. Aber auf welcher Kopf oder Sprache? Gesicht? Kopf, Kopf. Auf welcher Sprache? Türkisch, glaube Arabisch. ich. Hä? Sicher? Arabisch Guck, ihr auch, beide seid jetzt eigentlich voll auch. verwirrt. Ja, bei uns. Ja, bei uns, es heißt doch auch Gesicht. Oh ja. Ja. Oh shit. Der Kaffer. Echt? Ja, Ja. Menschen. Ja, okay, wir sprechen es halt anders aus. Ein bisschen anders. Naja, scheißegal, egal, mach jetzt was für Ja, auf dem Layla. Mars redet Kopf man an. Layla, Kopf mach Mein jetzt. Kopf ist. Ja, das heißt auf jeden Fall, Kopf ist Schau, sowas. Kaffer Layla. Ah, echt? Ja, sowas will ich Dann nicht. sag doch, egal. Ja, jedenfalls, ich nehme mal an, es geht um Lila. Und Mama. Und Lila? Tränen. Ja, lila Scheine, Mama, Tränen. Schüsse Ja, werden mal fallen. sehen. Es werden auf jeden Fall Schüsse fallen. Mal sehen. Hallo, ich muss immer zu gucken, schau, was passiert. Ich bin kurz drauf, ja? Ja? Spaß beiseite, Cousin, ich bin im Bett. Ich stehe auf, Bruder, tausend Uhr nachts, meine Mutter, mein Vater. Wir haben dann beide für die Messe auf, Bruder, weißt du? Boah, der Benziner, Bruder. Ja, nee, Bruder, Allah, Allah, schwöre. Alter, du bist auch komisch, ja? Warum? Bruder, insan bin ich, 2 Stunden önce haber verir, damit ich mich einplanen kann. Kurz Ja, drauf, ich klar, muss zu steh auf, kommen, ja. klar. Aber Bruder, lass mich langsam los, Hallo. ich hab alles stopp genommen. Bruder, wir haben gesagt, wir müssen reden, Allah. Koya, hadi su, Ayşe. Was hast du gerade gesagt? Sen anlamazsın kardeş, Bize bu kardeş bakmış ya. kardeşini bırak işte sabi. Oğlum 1 saatten beri buradasın, du machst einen auf Gas gibi, beruhig dich mal. Neyse. Petr Burberry. Kanaken 2 dakika önce ne oldu lan? Hani ödüyordun? Hadi. Ey. Ganz kurz, ich Ja. mag diese türkisch-Vibes, aber wenn die so reden, das gefällt mir voll. Da denke ich mir auch immer, könnte ich auch noch türkisch. So Ja, Rüsselsheimer Mann. Drecksknacken. Das sieht so direkt dieses Feeling kommt auf. Okay, mal Warte, weiter. sorry, ich mach laut. Mach lautlos. North Africa. Oh, schön haben die noch gefilmt. Hey, ich glaube, es wird gut. Bitte wird gut. Oh. Oh. Wie geil war Atmo das? war sein Hammer-Beat, Alter. Was ist das nochmal für ein Ja. Dings? Richtung Dings Ja, türkisch? orientalisch, orientalisch. Türkisch arabisch? Ja, Boah, so. schöner Das Beat. ist so Türkei, Mann. 1001 Nacht-Vibes. Schöner Beat. Ja. Ja, mach mal weiter, Wirklich Digga. geil Mach auch. weiter. Auch der Gesang dazu, auch geil. Der Beat ist echt gut. Oh! Boah, das wird wieder durch die Decke gehen, Digga. Richtig durch die Decke gehen. Oh, das war böse! Okay, Mama, stopp. Ey, ich feier das gerade. Obwohl, guck mal. Alle berechtigte Kritik, ob der Text gut ist, ob der Flow irgendwie anders ist. Aber ey, das bockt der Ich Track. weiß, Weißt du, der bockt böse. ja. Es ist Ey, hätte ich nicht wirklich. erwartet. Echt nicht. Wie soll ich das sagen? Ich meine, das ist so hart an der Grenze. Wenn der Text scheiße ist, dann ist es für mich immer so hart grenzwertig an beschissen sein bis zum Tod. Ja. Und oder wenn die das schaffen, den Flow und den Beat, also wirklich auch was Neues zu schaffen mit dem Beat zusammen, so einen neuen Sound, einfach Ja. so eine neue Richtung, dann kann das auch was werden. Und ich mag sowas, ich liebe das. Also vor allem, du kannst direkt so sagen, okay, wenn du jetzt beispielsweise rausgehst oder du hörst einmal und du denkst dir, direkt eine Situation stellst du dir vor, wo du das Lied hörst so. Und wo du diese Feelings mit der Melodie hörst.
Und ich habe es mir gerade vorstellen können. Ja. Ich finde auch, die haben dieses Orientalische richtig gut in dieses Rap-Ding übersetzt halt. In diesen Rap-Kosmos. Also diese ganze Melodie, die passt richtig gut. Ja. Ja. Sie, ich glaube, sie fühlt es am meisten. Ich glaube, ihr Kaffer ist Layla. Layla. Digga, am Ende heißt das was ganz anderes. Du hast dich gerade beleidigt, bist du tot. Oh nein, hör mal auf. Ding, sein Rap-Part fand ich nicht. Ich fand es besser als sonst. Ja, als da kam ein Wortwitz rein. So also nicht textlich. Als vom Bass oder irgendwie. Nicht textlich, ich hab keine Ahnung, was der Text war. Ja, ich hab auch jetzt so rein. Gehört. Der war schnell. Flow-technisch. Ja, der Flow-technisch hat da auch gute Highlights drin gehabt. Ja, voll mit diesem Beat. Da, 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 da. Okay, der hat aber auch Flow. Bada-bada-bada, die Stelle war geil. Okay, Brado. Okay, gucken, Brado, Russell, zweimal Action. Komm, lass die Schüsse fallen. Da kommt keine Schüsse. Oh shit! Der Refrain ist gut, Mann! Alter! Ich wüsste die Vibes! Der ist gut, wirklich! Boah. Der Typ, dieser Part kommt voll, gell? Gut, Mann! Weißt du, was mir. Alter, wie hast du gesehen? Die Sif-Kamee hat Fanta getrunken. Weißt du, was ich mir so vorstellen kann? Gerade so Intro von irgendeinem Film. Das fängt gerade so an, dann steigt der Hauptdarsteller so gerade aus dem Auto und dann so voll auf jeden Fall Soundtrack von uns. Das kannst du wirklich voll gut. Du kannst gut Musik zu einer passenden guten Situation verbinden. Wir haben einen Stärk von dir herausgefunden. Ja, das wird jetzt öfter herausgefunden. Nach wie vielen Jahren das jetzt der Fall ist? Na, Junge, dass du es gemerkt hast. Wie lange reacten wir jetzt schon 2 Monate? Okay. Das machst du echt gut, du hast die passende Situation dafür. Nicht schlecht, Junge. Man tut, was man kann, ne? Nochmal, aber ich find's geil. Ich scheiß drauf, dass das Dingsrad ist. Hier ist wirklich auch Text komplett Nebensache. Aber der Track hat Style in sich komplett. Also hier ist einfach nur genießen, weil der Track in sich geil auf ist. Auf jeden Fall, ja. Dann wird, muss kein guter Text sein. Ah, schön, Mann. Ey, ich wette mit dir, das wird auf ganz vielen Kanaken-Hochzeiten gespielt. Oh. Vergesst das mal, Shisha-Base, rauf und runter, Alter. Auch. Und alle fühlen sich geil danach. Ja, Mann. Alle Kaffee. Ja, okay, die haben wieder so einen Song rausgebracht und ganz ehrlich, das hat seine Berechtigung. Das war? Kannst du machen. Das war der beste Metal-Track seit, Dings. Seit Ballerlos, finde ich. Das bockt. Obwohl Ferrari mit Enno war auch schon krass, Digga. Ja, okay, stimmt. Aber das hat wirklich so ein. Ey, das ist auch okay anders. Das trifft total meinen Geschmack. Also, das wird wieder so einen Monat überlaufen. Ja. Und ich hoffe, wieder untergehen. Die sollen den Track mal ziehen lassen, ordentlich. Oh, ey, Baba. Baba. Fazit? Fazit? Ich glaube, ich werde den Track killen. Mich interessiert jetzt erstmal, was sie sagt, weil die hat gar nichts dazu gesagt. Hat der Song dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise berührt oder was? Finde ich diese Vibes, die ich so fühle. Also so gar nicht, das wirst du dann niemals anhören. Auf Spotify, ich habe heute schon aus Versehen ja, so ein ganz Stück. Bestimmt, sie liegt im Zimmer, guckt irgendein Käfer und sagt, Kavalier. Du glaubst nicht, letztens gehe ich mir so auf diese Deutschland-Spotify-Playlist und da läuft nur Rap. Ja, ich weiß. Deswegen, ich habe das halt auch aus Versehen die Arme, gehört. Guck mal, ey, die hat Musik von 3 Kontinenten. Einmal Amerika, Deutschland, K-Pop. Warum nicht so dir... K-Pop als Kontinent? So. Und warum Deutschland auch? Aus 3 Kontinent. Aus 3 Kontinenten. Ach so, sorry. Aber trotzdem, warum ist K-Pop ein Kontinent? Aus Asiatisch? Aus einem Kontinent. Das ist doch Asien, verdammte Scheiße. Sorry, aber warum der... Warum reitest du so hart auf dieses verdammte Thema rum? Das sind 3 verschiedene Kontinente. Ja. Nein, aber es ist nicht so ein Kontext gepostet. Deutschland,
USA. Ja, okay. USA ist auch er hat, Amerika. Er erwartet schon, dass du das weißt, wovon er redet. Ja, ich habe eine gewisse... Egal. Sag einfach egal, Korea. Scheiß, egal, ja. Also, egal. Die haben unser Kopf Kafalela gemacht. Ich höre es mir aber geil. Wahrscheinlich nochmal an und dann kann ich mir eine gescheite Meinung drüber bilden. Oh, super. Ja. Deine erste Reaktion war wundervoll. Ja. Sehr ausführlich, würde ich sagen. Ja, okay, mach das. Okay, ey, Benno, wirklich, habe ich gefeiert, ja, seit langem. Den Track, das ich jetzt sage, aber ich werde den Benno-Track kaputt pumpen. Habe ich echt gefeiert. Also, was hast du noch zu den Abonnenten zu sagen? Schwester. Bruder. Also, Leute, uns würde uns... Leute. Das hat voll weh getan. Ja, komm, mach. Für keine Zeit. Sorry. Okay, Leute, vielen Dank fürs Anschauen. Ich wollte gerade machen. Okay, Leute, vielen Dank fürs Anschauen. Das war die Reaction zu Mero und Brado, Kafaleda, wir sind die Ravennas. Abonnieren und Instagram wird natürlich wie immer unten eingeblendet. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Kafaleda. Mein Kopf hat sogar weh getan. Das war auch voll fest. Das war unglaublich fest, ey. Na, aufgenommen. Ja. Oh.